Guten Tag. So, dann der Bastelzeit und heute wieder mit einer kleinen Reparatur. Denn ein Ding, was mir so in Homeoffice-Zeiten sehr ans Herz gewachsen ist, das ist das Ding hier. Ja, offensichtlich ein Headset. Ist nichts Großartiges, ist relativ günstig. Ein einfaches Bluetooth, on-ear in dem Fall hier, nur einseitig. Wird dann auf der anderen Seite einfach nur am Kopf angelegt. Und das Ding hat aber ganz praktische Sachen. Zum einen, wenn wir hier gucken, wir können hier per Micro-USB laden. Aber es gibt auch unten drunter ein paar Punkte. Das Ding hat nämlich eine Ladeschale dabei. Und das Zweite ist, wenn wir hier das Mikrofon runterklappen oder hochklappen. Hochklappen ist ein automatisches Mute. Runter kann man weitersprechen. Das ist sehr praktisch für alles, was so Videokonferenzen angeht. Dass man einfach nur dann einschaltet, wenn man wirklich was zu sagen hat und nicht Leute durch Hintergrundgeräusche belästigt. Qualitativ von der Audioqualität ist nichts Besonderes, aber man kann es verstehen. Das ist soweit okay. Ansonsten einen Plus-Button, einen Minus-Button, einen großen Power-Button in der Mitte, der auch zum Annehmen von Gesprächen, wenn man am Handy ist oder so, dienen kann. Und wie wir hier sehen können, eine LED. Ja, offensichtlich blinkt das Ding schon. Warum jetzt also, sage ich, Reparatur? Naja, das Ding hier ist, wie gesagt, meins, was ich so benutze. Und das Ding hier benutze ich nicht. Ja, das ist mir hier in die Hände gefallen. Ist genau dasselbe Modell. Und ehrlich gesagt, mich wundert es, dass das Ding weggeworfen wurde. Denn wenn wir mal gucken hier auf das Urteil. Normalerweise hier dieses Kunstleder wird sehr schnell dreckig, wenn es wirklich benutzt wird. Und hier ist nichts. Also das sieht noch relativ sauber aus. Klar, sollte man trotzdem mal drüber wischen, aber sieht erstmal für mich ganz gut aus. Das Ding hat aber zwei Probleme. Nummer eins sehen wir hier. Da hatte offensichtlich jemand einen kleinen Dickschädel, denn da ist das Plastik gebrochen und das drückt sich jetzt so ein bisschen weg. Das könnte eventuell am Ohr wehtun oder am Kopf, wenn da sowas dran kommt. Das muss ich mir nochmal angucken. Rastet auch entsprechend nicht mehr schön ein. Ich denke, ein bisschen Kleber drüber, dann hat sich das. Es gibt aber ein zweites, wesentlich größeres Problem. Na, die Dinger laufen offensichtlich mit Akku, denn Bluetooth mit Kabel macht halt wenig Sinn. Wenn ich meins hole und hier mal zum Beispiel Micro-USB anstecke oder das Ding in die Ladeschale stecke, wie gesagt, dann sieht das hier so aus. Das dauert einen Moment und dann wird es rot. In dem Fall hier blinkt es jetzt noch, weil es angeschaltet ist, aber wir warten rot für LED. Das Ding hier, ich muss denke ich nicht erzählen, was hier nicht funktioniert. Wenn wir das Ding einstecken, passiert nichts. Und zwar nicht nur nichts, sondern mein USB-Ding zeigt auch 0 Ampere, 0 Milliampere. Da passiert gar nichts. Selbes mit der Ladestation. Die war zwar hier nicht dabei, aber ich habe es mal auf meine draufgesetzt. Passiert einfach nichts. Joa. Das ist nicht gut. Das heißt, hier ist offensichtlich der Akku kaputt oder irgendwas an der Ladeeinrichtung. Das ist schade, denn ein zweites davon wäre schon schön. Vor allen Dingen, wenn es halt mehr oder weniger kostenlos aus dem Schrott kommt. Das heißt, ich werde mal gucken, wie wir das Ding hier aufmachen. Ich gehe mal davon aus, hier kann man einfach dieses Leder wegmachen, dann sind Schrauben oder so runter. Mit etwas Glück ist einfach nur der Akku tief entladen. Lass mal mit dem Netzteil selber ein bisschen das Ding anstupsen. So, hi, du lebst noch. Und dann wird das hoffentlich wieder funktionieren. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wie tief die entladen waren. Wenn es zu tief ist, sollte man da vorsichtig sein. Insbesondere bei hier sowas. Ich meine, sind wir realistisch, der Akku, der hier drin ist, es werden vielleicht 100 mAh sein, wenn es hochkommt. Aber sitzt halt direkt an eurem Ohr und da wollt ihr vielleicht jetzt nicht unbedingt etwas haben, wo ihr wisst, ja, der Akku ist nicht mehr so ganz besonders, vielleicht geht er hoch, könnte seltsame Ohrenschmerzen geben. So, gucken wir erstmal hier, so, das sieht gut aus. Gut ist relativ. Wir haben es zwar abbekommen, aber hier geht es nicht weiter. Ich hätte jetzt eigentlich hier erwartet, dass irgendwas an Schrauben da sind. Da unten sehe ich Schrauben. Da ist eine Schraube dazwischen. Okay, können wir den äußeren Ring irgendwie hier abklippen? Ja, können wir. Und wie viel Schmodder haben wir? Eigentlich gar nichts. Der ist einfach nur geklebt. Dann hätten wir wahrscheinlich das so abmachen können. Hätten gar nicht hier den Kleber lösen müssen. Na gut. Drei Kreuzschrauben. Das kriegen wir, denke ich, hin. Was haben wir da? Ist der hier wahrscheinlich ein bisschen groß, oder? Nö, der passt.
Interessant, dass es nur drei hier unten hat. Ich hätte jetzt noch erwartet, dass weiter oben dann auch noch eine ist. Denn wenn wir hier gucken, das hier ist ein durchgängiges Plastikstück bis hier oben hin, wo es kaputt ist. Aber gut, wenn wir es nicht haben, wird wahrscheinlich oben in dem Bereich, wo es gebrochen ist, auch noch ein Clip sitzen. Oder mehrere Clips wahrscheinlich an der Seite. Denn hier brauchen wir ja eigentlich schon ein bisschen Stabilität, um dieses Einrasten da auch wirklich darstellen zu können. Und was sagt's? Na, da geht's auseinander und ich sehe schon den Akku und alles. Es geht in die richtige Richtung. Und da sind tatsächlich Clips. Ich probiere mir das hier mal komplett auszuklippen. Oh, 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 oh. Okay, ausgeklippt ist prinzipiell. Auch das letzte Stück hier können wir ausklippen. Ein bisschen schade, der Lautsprecher hier, der auf dem Ohr sitzt, der ist gelötet. Und das nicht mal gut, wenn wir ja sehen, das schwarze Kabel, das ist hier zusammengedrückt, wie es aussieht. Das klingt eher nur mäßig gesund, wenn man sich das hier anguckt. Das könnte schnell zum Kabelbruch kommen. Ansonsten, was haben wir denn noch hier unten drin? Lasst mal schauen. Wir haben offensichtlich die Batterie hier. Bin nicht sicher, ob die so gehört oder ob die gebläht ist. Wir haben ein Flachbandkabel, welches die vier Kontakte unten verbindet für die Ladeschale. Wir haben eine Schraube, die wir offenbar magnetisch mitgeholt haben. Wir haben zwei Magnete hier unten, die das wahrscheinlich dann sogar in der Ladeschale halten. Und das eigentliche Board. Hier geht die Batterie rein. Hier haben wir, das wird das Mikrofon wahrscheinlich sein. Irgendwas auch nochmal mit Batterie. Und einen kleinen Spannungsregler, ein Quarz. Und auf der Rückseite wird wahrscheinlich dann unser Hauptcontroller sitzen. Was haben wir denn noch an Beschriftungen hier? Wir haben eine Beschriftung Nimbus 2 FPC. Wir haben eine Beschriftung PC8615 Version 5, wenn ich das richtig sehe, und 1916, also das ist von 2016, das hier könnte 2019 sein, ist also wohl schon ein älteres Design, wovon ja auch eigentlich auszugehen ist, denn Micro-USB ist jetzt nicht mehr ganz so zeitgemäß. Na gut, versuchen wir uns mal weiter ins Innere durchzuackern. Ach, da, Moment, da ist eine Schraube, die das Board drin hält und die will nicht mit dem Schraubendreher hier. Versuchen wir das mal und ja, der greift. Dann müssten wir da ans Board rankommen. Das Problem ist auch so ein bisschen, die Batteriekabel sind ziemlich kurz. Es ist anscheinend nicht dafür gedacht, dass man da irgendwo drankommen soll. Und jetzt am USB-Port, da sind wir. Hooray! Ja, jetzt haben wir das Flatflex, was ein bisschen im Weg ist. Die Schalter fallen raus. Ja, gut. Die Batterie, hier haben wir eine Beschriftung. 180 mAh, 2011. Das ist nicht das, was ich erwartet hätte. Na gut, wir könnten jetzt natürlich noch hier unten den Flatflex rausmachen, bevor wir den abreißen, aber ich denke, hier so kommen wir erstmal klar. Ich komme nämlich hier an die Batterie dran. Dann können wir einfach mal gucken. Wir können ja einfach mal Multimeter holen und schauen, was auf den beiden Batterieverbindern drauf ist. Vielleicht sehen wir da ja schon, dass die Batterie sehr tief ist oder sowas. Wir erwarten nicht mehr als 20 Volt, sonst wäre das seltsam. Und bauen wir uns mal schnell hier aus so einem Sim-Clip eine Messspitze. Schauen wir mal, was hier rauskommt. Plus da, minus da und was sagt er? 0,0. Okay. Das ist ein bisschen wenig. Was ich jetzt vermute, hier ist anscheinend ein Board drin. Dann wird die Schutzbeschaltung ausgelöst haben. Mal gucken, ob wir da noch irgendwie reinkommen. Frage ist jetzt natürlich auch, wo fängt das Band, was sie hier drum gewickelt haben, an und wo hört es auf? Und wie komme ich da dran, ohne Metall zu benutzen? Denn Metall und Batterien verträgt sich immer nur so mäßig. Ansonsten sieht die Batterie halt noch okay aus. Also das ist nicht gebläht oder irgendwas. Die sieht tatsächlich so aus. Da sind unsere nackten Batteriekontakte. Okay, nackte Batteriekontakte. Klingt so, als ob wir da was tun können. Vorzugsweise ist dieses Tun nicht mit Kurzschließen verbunden. Also versuchen wir uns nochmal, messen, was hier rauskommt. Und habe ich was von 3 Volt gesehen? So, 2,99 Volt. Boah,
Das kriegen wir wieder hin. Dann machen wir uns mal ein Netzteil fertig und versuchen das auf eine vernünftige Lithiumspannung zu bekommen. Laden wir erstmal konservativ mit 20 mA. Das ist Plus. Das heißt, hier unten der ist Minus, oben der ist Plus. Okay. Der Richtung Ausgang ist Plus. Kriegen wir hin. 20 mA, das sieht richtig aus. Spannung steigt langsam. Okay. Das wird mir gerade ein bisschen zu heikel. Okay, und da bin ich gerade in den LOL-Nope-Modus gewechselt, denn ja, es hat doch einen leichten Pillow-Effekt. Aber wenn wir hier mal drauf gucken, die Temperaturen sehen jetzt eigentlich okay aus. Und ich bin mir halt nicht sicher, ein bisschen Pillow ist halt auch leider normal, mehr oder weniger. Und dann würde ich sagen, wir gucken einfach mal, was die hier sagt. So, erstmal hier drauf gucken und da ist nichts. Das heißt also, wir haben definitiv keine Spannung am Ausgang. Wir können mal gerade mein Netzteil anschalten. So, der geht auf 3 Volt hoch. Also meine Messverbindung sollte eigentlich funktionieren. Dann versuchen wir das Ding mal mit 3 Volt zu befeuern. Mal gucken, was passiert und nichts. Okay. Also die Schutzelektronik lässt auch gar keine Ladung zu. Interesting. Dann gehen wir mal direkt an die Batterie. Hier müsste man eine Spannung sehen. 2,5 Volt? Das war nur eben 3 Volt. Laden und ja, steigt und sinkt. Das sieht erstmal in Ordnung aus. Halten wir mal gleichzeitig noch die Dings drauf. Was wir jetzt hier sehen, das hier ist unsere Zelle. Okay. Das sieht eigentlich alles okay aus. Was ist das? Ach, das ist die Klammer, die ein bisschen reflektiert. Mal Strom an und sieht bis jetzt alles sauber aus. Dann lasse ich den mal sehr langsam mit laufender Wärmebildkamera eine Runde laden. Okay, wir sind jetzt bei der Spannung auf 3,25 Volt. Ich würde mal sagen, wir schalten einfach mal die Stromversorgung aus. Mal gucken, wie weit es runterfällt und erhält die 3 Volt. Okay, das ist erstmal okay. Dann klemmen wir mal ab und gehen mal an den Ausgang. Mal gucken, ob da jetzt was lebt. Und nö. Ausgang immer noch nichts. Können wir mal Ausgang Strom reingeben? Ja. Ha, das sieht gut aus. Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe jetzt einmal kurz Strom draufgegeben auf die Protection-Schaltung und jetzt ist sie wieder aktiv. Und ja, ich denke, so können wir jetzt erstmal laden. Das heißt, ich schalte wieder an. Temperaturtechnisch im Übrigen alles im grünen Bereich. Also das Ding ist immer noch von der Hintergrundhitze nicht zu unterscheiden. Also ich weiß gar nicht, ob man so erkennen kann. Da ist die Zelle. Also das sieht alles okay aus. Scheint, als ob man das Ding tatsächlich revived haben. Ja, so ganz weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Mal gucken, ich habe jetzt die USB eingesteckt und gehen wir mal hier auf den Testpunkt von USB, dann sehen wir, hier kommen 5 Volt rein. Okay, hinter der Spule haben wir auch irgendwie unsere 5 Volt noch da und hier am Eingang auch. Das heißt also, bis zu dem Laderegler hier kommt's. Wenn wir hier auf die Batterie gucken, dann haben wir jetzt 3,39, 3,38. Und wenn ich jetzt mal hier drauf halte, dann, na komm, springst du um. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber wir sehen, die Spannung geht langsam hoch. Das Einzige, was ich nicht habe, ist hier eine LED. Eigentlich hätte es hier rot leuchten sollen für, hey, ich lade. Die haben wir nicht. Und das, obwohl die Kabel auf jeden Fall hier hingehen. Und wenn wir hier mal gucken, wir haben hier einen Multifunction, der ist auf 0. Das dürfte wahrscheinlich die LED sein für Bluetooth und so. Und die Batterie-LED, die ist auf High. Also bin noch nicht so ganz sicher, was das soll. Eigentlich hätte das gehen müssen. Wir können jetzt mal probieren einzuschalten. Vielleicht sehen wir da eine LED oder hören was. Hören müsste ja hier rauskommen. Okay, da leuchtet was blau. Ah, Moment mal. Die LEDs sind gar nicht hier. Das ist ein Button. Die LEDs sind auf der Rückseite. Wir sehen uns aber schon blau blinken. Also, da scheint etwas zu leben. Und ich fürchte, wenn ich dann hier auf die Rückseite gucke, werden wir da auch... Ja, ich sehe was rot leuchten.
Nee, jetzt sehe ich nichts mehr rot leuchten. What the? Okay, die Charging LED geht nicht an. Aber er hat auf jeden Fall geladen. Hä, strange. Na gut, ich lasse das mal so stehen. Dann gucken wir später mal, ob die Spannung tatsächlich noch weiter steigt, so wie ich das vermute. Im Moment gehe ich von hier aus. Was hat es mir eben? 3,4 Volt. Wo sind wir jetzt? 3,43, also er lädt. Auch wenn die LED das jetzt nicht anzeigt. Okay, und ich habe die Zeit jetzt mal genutzt und noch ein paar Sachen entfernt, so was Etiketten und so angeht und ein paar Bilder gemacht. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Hier die Seite haben wir ja schon gesehen. Wir haben hier entsprechend einen IC, würde ich schätzen, so von der Lage, dass es entweder ein Spannungsregler ist oder ein Lade-IC für den Akku. Letzteres würde mehr Sinn machen. Die Rückseite, die ist dann nicht mehr ganz so einfach, denn zum einen haben wir den hier. Das sieht mir sehr wie so ein üblicher Protection-MOSFET aus. Was sucht der da? Denn die Protection haben wir ja in der Zelle. Und wenn das die Protection ist, was ist dann das auf der Rückseite? Ist das auf der Rückseite vielleicht einfach nur ein zusätzlicher Protection-IC, den wir hier haben? Wenn ja, wäre das unschön, denn das könnte heißen, dass die hier YOLOen. Das heißt also, ja, wir laden einfach den Akku so lange, bis das die Protection anspringt und Current Limit und so brauchen wir nicht. Ich denke nicht, aber na, sieht irgendwie seltsam aus. Naja, in der Mitte haben wir dann den hier. Das ist relativ klar gewesen. CSR8615. CSR, das ist inzwischen Qualcomm und wir sehen Not Recommended for New Designs, aber das ist ein Single-Chip Bluetooth Audio ROM. Targeted at one mic, hands-free portable mono Bluetooth Speakers und Speakerphones. Ja, klingt richtig. Ach, hier steht es auch, one mic mono Headset. Ja, das Ganze nicht unbedingt irgendwas, was man nicht erwarten würde. Wir haben einen Qualcomm-Chip, wir haben Bluetooth 4.1 in dem Fall, A2DP, die üblichen Sachen und ja, Echo Cancelling Noise Suppression Technology Support. Das heißt also, hier wird direkt versucht, ein bisschen Neues rauszuholen. Ja, ansonsten, wir können LEDs ansteuern, eine Box, ein Mikrofon, genau das, was wir hier benutzen. Ist halt speziell für sowas gebaut. Speaking of bauen, ich baue das mal hier wieder zusammen und ja, mal schauen. In der Hoffnung, dass er dann funktioniert und auch dauerhaft lädt. Ja, ich habe das Ganze dann mal laden lassen und ja, hat dann angefangen, ein bisschen Strom zu ziehen. Inzwischen ist er auf 0 Milliampere runter. Auch wenn ich mit dem Messgerät nachgucke, da fließt nichts mehr. Das heißt, der Akku sollte jetzt voll sein. Jetzt gucken wir mal, was für den voll ist. Das heißt, jetzt der spannende Frage, haben wir unsere 4,2 Volt oder kommt hier mehr raus? Und 4,18, ja. Okay, also haben wir eine sinnvolle Abschaltung, wie es aussieht, und wir prügeln nicht einfach den Akku auf die 5 Volt von unserem USB-Anschluss. Na gut, das Einzige, was jetzt nicht funktioniert, ich sehe halt immer noch keine Ladelampe, das heißt also diese Ladeanzeige, die scheint irgendwo kaputt zu sein. Ich sehe aber weder rot noch, ich glaube, die wird standardmäßig, glaube ich, blau, wenn es fertig geladen ist, oder geht es aus? Ich gehe davon aus, dass entweder die rote LED kaputt ist oder die Verbindung zwischen Lade-IC und dem Controller, der die LEDs macht. Für mich ist das nicht wirklich relevant, das ist eine optische Sache. Mir geht es eher darum, dass ich das irgendwie wieder benutzen kann. Denn ganz ehrlich, zumindest mal den ich habe, da ist es sehr selten, dass ich schaffe, dass wirklich der Akku leer geht. Das Ding hält auch locker ein paar Tage mehr durch und normalerweise setze ich das halt abends auf die Ladeschale und dann ist gut. Das heißt also, wie voll der Akku ist oder ob er lädt oder so, interessiert mich relativ wenig. Solange er am Ende lädt, ist das für mich fein. So, ich habe in der Zwischenzeit schon mal wieder ein paar Dinge zusammengesetzt, wie den Plastikring und das hier. Das heißt, im Prinzip können wir das jetzt wieder zusammenbauen, plus uns noch was ausdenken für hier oben. Bin mal überlegen, ob ich es nicht einfach festklebe, denn wir sehen ja, hier sind überall noch Clips. Das heißt also, zumindest mal in diesen unteren Positionen wird das auch davon noch ganz gut gehalten. Und da oben der eine, war da überhaupt noch ein Clip? Mal gucken, wo ist das Plastikding? Na, okay, das war untergehakt.
Eventuell ein bisschen Kleber drauf und das passt dann schon. Es ist vor allen Dingen auch, wenn wir hier gucken, schon über dem Bereich, der für dieses Clipping wahrscheinlich benutzt wird. Das heißt, das ist bestenfalls die Extremposition. Ich denke, das kann man mit etwas Kleber lösen. Ja, ist nicht ganz so einfach, weil dummerweise nirgendwo draufsteht, was das für ein Plastik ist. Aber in den meisten Fällen fährt man halt mit irgendwelchem Plastikzement, Plastikkleber relativ gut. Das sind Kleber auf Basis von, ja, so ziemlich jedem Lösungsmittel, was man finden kann. Und im Prinzip, was das macht, ist das Plastik auflösen, das Plastik quasi wieder flüssig machen. Und ja, danach kann man die flüssiges Plastik einfach wieder zusammendrücken. Das wird mit der Zeit dann wieder fest. Und ja, dadurch, dass man halt flüssiges Plastik in flüssiges Plastik gematscht hat, ist das dann danach wie ein Stück. Also das hält danach recht gut. Die kommen hauptsächlich im Modellbau zum Einsatz. Das können wir hier auch gebrauchen. Und ich merke gerade hinten die Klappe. Ja, die ist auch gebrochen. Das ist natürlich auch nicht schön. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Und 4,23 Volt habe ich jetzt meistens. Bisschen hoch, aber na, zum einen das Messgerät hat wahrscheinlich nicht die Genauigkeit und zum anderen, na, offiziell sind die meisten Akkus heute bis 4,25 Volt. Ich lasse es mal durchgehen. Schön ist es nicht. Ich hätte mir was weniger gewünscht, aber na, passt schon. Ansonsten, ja, ich gehe eigentlich davon aus, dass es klappt. Ich baue das jetzt mal zusammen, einfach, dass ich es sinnvoll testen kann. Schauen wir einfach mal, ob das wieder alles klappt oder nicht. Ich merke gerade, ich mir hier mit meinem Kleber im Zweifelsfall ziemlich meine Schraublöcher zugebaut habe. Ja, das wird schon irgendwie schief gehen. Ah, und noch eine Neuigkeit gefunden. Das Ding hier, das hat einen Slot, das heißt, man setzt es drauf und dreht es zum Entriegeln oder Verriegeln. Ja, nice to know. So kann man das Ding dann tauschen. Apropos tauschen, ich wollte das hier noch sauber machen. Gucken wir mal, ob wir dafür noch was haben. Tja, und auch hier nicht wirklich irgendwas. Also, das Ding sieht aus wie neu. Könnte fast so ein Fall sein von, ich will das haben, dann wird es in die Ecke gestellt und nie benutzt. Irgendwann haben vielleicht mal draufgetreten oder sowas. Na gut, ja, mit hier der Klebstelle bin ich nicht ganz so zufrieden, aber hey, solange es hält, wie gesagt, das passt schon. Ist auch alles inzwischen trocken. Das heißt, müsste wieder funktionieren. Ja, und technisch gesehen, wie man hört, der Ton kommt an und wenn ich hochklappe, also genauso wie das eigentlich sein sollte, ist natürlich Bluetooth die üblichen Probleme von den Dingern. Also wenn wir hier gucken, wir haben halt zwei Profile. Wir haben entweder dieses HFP, das Hands-Free Profile, das ist das, was er jetzt hört. Das ist gut für Sprechen und Hören. Weil gut ist falsch ausgedrückt. Man kann sprechen und hören, allerdings die Audioqualität ist schwierig. Besser wäre A2DP, das ist höhere Audioqualität, dann kann man auch relativ gut Musik und sowas damit hören. Allerdings Nachteil von A2DP, der kann nur hören, das heißt, das Mikrofon ist in dem Fall tot. Das ist halt leider immer noch ein typisches Problem von Bluetooth, weil sich die Hersteller noch nicht darauf geeinigt haben, mal irgendwie was mit höherer Bandbreite zu machen, was in beide Richtungen Audio kann. Aber prinzipiell, ne, Headset funktioniert. Wie wir gesehen haben, es war nicht wirklich dreckig. Und ja, wie gesagt, für Videokonferenzen finde ich die eigentlich relativ praktisch, auch wenn man sie halt relativ weit stellen kann. Das heißt, die drücken auch nicht, wenn man da den ganzen Tag irgendwie in Dingen rumhantiert. Und ja, man hört es ja auch, denke ich, von der Audioqualität. Es ist jetzt sicher kein Großmembranmikrofon, aber es ist besser, als wenn jemand seinen Laptop benutzt und da im Büro mit 20 anderen Leuten versucht, dann eine, ja, Freisprech-Videokonferenz zu führen. Jeder dann eigen natürlich. Na gut, ich kann jetzt hier mit einem zweiten Headset dann auch noch einen anderen Platz ausstatten, muss dann mein eigenes nicht die ganze Zeit hin und her tragen. Und dann ist hier das wenigstens nicht im Schrott gelandet, sondern hat dann auch noch ein bisschen was an sinnvoller Weiterverwendung und tut hoffentlich noch einige Zeit, was es soll.